Als nun Hitler zur Macht kam, was hat Sie davor bewahrt, der Versuchung zu erliegen, mit Hilfe eines Anschlusses an die NSDAP etwa Ihre wissenschaftliche Karriere zu fördern? Nicht mehr wie alles, sozusagen. Es war für mich auch nicht eine Sekunde eine Überlegung, ob ich einen Kompromiss schließen könnte, etwa um einer wirtschaftlichen Karriere willen. Ich wollte mich ja habilitieren und wollte Hochschullehrer werden. Hätte ich zum NS-Dozentenbund gehen müssen. Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich habe auch seinerzeit keine Kompromisse geschlossen, keine Kompromisse, die ich nicht von meinem Gewissen und, wie ich glaube, auch von meiner Ehre hätte verantworten können. In welcher Position? Und erlebten Sie das Kriegsende in Nürnberg? In Nürnberg schon, aber nicht mehr im Institut. Denn dort musste ich dann im Jahr 1942 ausscheiden, nachdem ich mich schließlich auch nur noch geweigert habe, noch zur Deutschen Arbeitsfront überhaupt beizutreten. Also ich war